Fotografieren ganz ohne Barrieren, so lautet die Idee und gleichzeitig der Wunsch von Richard Schäfer. Gemeinsam mit dem Staatsmeister für Fotografie Stefan Dokupil zeigen sie im Zuge der Image Days neue Perspektiven für Menschen im Rollstuhl. Das Ziel ist es eigentlich, Wege zu finden, dass Hobbyfotografen oder Amateurfotografen, die vielleicht sogar irgendwann einmal Profis wären, dass man Wege findet, dass der wirklich allein, selbstständig, einfach professionelle Bilder machen kann, ob es jetzt draußen ist oder im Studio, das ist völlig egal. Ja. Man sollte jedem Menschen eigentlich im Prinzip dieselbe Möglichkeit geben. Ja. Und es gibt technisch natürlich die Möglichkeiten, nur man denkt nicht drüber nach. Ja. Und es gibt kein Fotostudio, und wenn es Fotostudios gibt, wo alles ferngesteuert ist, dann hat das blöde Fotostudio drei Stufen drinnen. Oder es liegen Kabeln am Boden, wo die Leute dann mit dem Rollstuhl drüber fahren müssen. Mit Hilfe moderner Technik ist einiges möglich, so auch Menschen mit Beeinträchtigung bei der Ausübung von Kunst zu unterstützen. Die Bedürfnisse des Einzelnen sind dabei unterschiedlich. Das ist halt für uns jetzt eine Herausforderung, weil wir da keinen Erfahrungswert haben und weil wir nicht gewusst haben, naja, ich bin halt davon ausgegangen, wie man halt unbedarft ist, man sitzt im Rollstuhl, ja, die Hände sind ja eh, ja, aber es gibt dann Leute, da ist halt vielleicht die linke Hand gelähmt oder die rechte, oder der kann die Hand nicht tragen, ja, und da muss man halt dann Lösungen finden. Ja. Das ist sehr in den Kinderschuhen, aber es gibt zum Beispiel schon Stative, die man am Rollstuhl fixieren kann, um eben dann Leute zu unterstützen, die eine Kamera nicht halten können. Eine Kamera hat ja doch ein schönes Gewicht unter Umständen. Oder man schaut, dass eine leichtere Kamera, die nicht so aufwendig ist, gekauft wird. Einerseits die Leute da beraten und einfach ihnen sie in ihrer Freude, in ihrer Experimentierfreudigkeit unterstützen und fördern, damit sie Lust bekommen, einfach an dem Hobby fotografieren. Egal ob Neuanfänger oder bereits routinierte Fotokünstler, ob einfache Digitalkamera oder extravagante Spiegelreflex, im Vordergrund steht dabei der Spaß am Fotografieren. Als Special Guest wird Reini Sample als Fotomodell präsentiert. Der Paralympics-Teilnehmer und Wings for Life-Supporter gilt als Paradebeispiel für Innovation vor und hinter der Kamera. Auch Rollstuhlmodels erhalten hier die Chance, ihr Können live zu beweisen und durch Stefan Dokupils Tipps und Tricks neue Seiten an sich zu entdecken. Natürlich werde ich jetzt keine Bergsteigerfotos machen in einer Wand drin, aber jetzt aus meiner Sichtweise, da wo ich hinkomme, habe ich natürlich auch schon Fotos gemacht. Leider immer sehr oder nicht so erfolgreich oder nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber ich sage mal, die Barrieren, ja, kann man ein bisschen umgehen oder mit Sichtweisen oder mit Hilfsmitteln ein bisschen abbauen, sage ich mal. Ich denke, das ist ganz ein guter Weg, dass man hier die ganzen Sachen auch macht. Ja, ich habe schon fotografiert, aber sehr unprofessionell. Ich bin heute auf gewisse Dinge draufgekommen. Ich habe meine eigene Kamera mitgehabt und nach diesem, sage ich jetzt einmal, technischen Vortrag am Vormittag mir dann die Kamera angeschaut und erst dann darauf gekommen, dass es da natürlich gewisse Einstellungen gibt, die ich eigentlich überhaupt nie verwendet habe. Wenn alles klappt, starten die beiden Künstler mit dem erworbenen Wissen bald gemeinsam ihr erstes barrierefreies Fotostudio. Es ist auch eine gewisse Form von Networking dabei. Und das, wer weiß, was da noch alles rauskommt.